Aber wieder ran robben. So. Huch. Dann wollen wir mal. Jetzt geht es hoffentlich, dass wir Alina loswerden. Geralt? Ritter Sporn? Was macht das Gedicht? Können wir das nicht morgen machen? Zu spät. Ihr müsst improvisieren. Meister Ritter Sporn, ihr sollt zu meiner Hochzeit aufspielen. Werte Dame, Geralt und ich haben ein kurzes Gedicht für zwei Stimmen verfasst. Was? Möchtet ihr es gerne hören? Was? Ja, danke! Die Lippen versiegelt, die Augen leer, die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt, doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? In der Welt. Ein Leichnam. Ihr seid der Leichnam. Werte Dame, verzeiht. Eine Hornisse hat meinen Freund ins Ohr gestochen und ihr Gift ist ihm ins Hirn gesickert. Leichnam reimt sich wirklich perfekt auf Bote. Geralt, versucht es nochmal. Die Lippen versiegelt. Ach, die Augen ja, leer. Okay. Die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt. Doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Der Tote. Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt und Glück. Seine Seele erstrahlt, denn die Erinnerung vergisst ihn nicht. Der Tote kehrt ins Land seiner Jugend zurück und sucht der Liebsten Gesicht. Seine Brust hebt sich, bleibt jedoch kalt. Die Lippen geöffnet, ein Blick hat geglänzt, in die Welt zurückgekehrt, doch in des Todes Griff. Wer ist dieser Mann? Der Verstorbene. Euer Hirn scheint verstorben zu sein. Gebt euch mehr Mühe, Hexer. Ich kann nicht dichten. Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt. Seine Brust. Ein Gespenst. Hört auf! Hört auf! Selina hat mich getötet. Meine Seele wird erst Frieden finden, wenn ich gerecht bin. Alina, ich bin's. Selina. Wie du siehst, bist du gerecht worden. Selina, gib nicht dir die Schuld. Ich weiß, du wolltest mich nicht töten. Ich bereue es so sehr. Aber es gibt Gerechtigkeit. Ich bin verdammt, bis ans Ende der Zeit nachts über die Felder zu wandeln. Vielleicht. Aber wenn wir den Fluch aufheben könnten, sehe ich keinen Grund, wieso wir nicht... Helft ihr mir, Hexer? Ich werde es versuchen. Warum habe ich Abigail gerettet? Waren ihre Ehre oder ihre Tugend in Gefahr? Nein, weil das Gesetz gebrochen wurde? Nein. Habe ich das kleinere Übel gewählt? Nein. Der Geistliche und seine Schäfchen trafen eine Entscheidung. Ich bin eine Hexe. Ich richte nicht und ich strafe nicht. Ich löse die Probleme der Menschen nicht immer mit dem Schwert. Okay. Ich muss zu Julian gehen. Okay. Dann also jetzt zurück zu Julian. Zu Julian. Dann kommen wir hoffentlich auch bald zur Herrin vom See zurück. Hier vorne müsste es runtergehen. Ja. Wunderbar. Huch, ich dachte gerade, was steht denn da? Aber das war nur der Baum. Der Baum, der himmlische Baum.
Okay, jetzt darfst du Julian. Geralt? Julian? Ich habe für Alina getan, was ich konnte. Wie ist es passiert? Alinas Seele fand Frieden. Selina hingegen, ihr konnte ich leider nicht helfen. Hab Dank, Geralt. Ich bin am Boden zerstört. Vor ein paar Tagen war ich ein glücklicher Mann, aber jetzt, ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Kovir zurück. Hat jemand nach mir gefragt? Nein. Doch, das hätte ich fast vergessen. Der König der Fischer. Ich glaube, er möchte euch sehen. Danke. Ich werde ihn aufsuchen. Lebt wohl. Lebt wohl. Okay. Also, der König der Fischer. Dann gehen wir mal zu ihm. Und hoffen, dass wir da dann bald auch wieder zur Herren vom See zurück können. Wie gesagt, sie hat eigentlich noch etwas für uns und ich hoffe, dass wir das auch kriegen. Das wäre zumindest sehr, sehr schön. Rengar noch irgendwas zu sagen? Ja? Nein. Lebt. Schade. Weil bei ihm können wir halt für später auch noch eine oder etwas wählen, was vielleicht nicht verkehrt gewesen wäre. König der Fischer. Hm? Ihr seht aus, als wolltet ihr etwas sagen. Hm. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ihr wollt. Hm. Gut. Lasst mich raten. Ah. Die Herrin des Sees möchte mich sprechen. Hm? Ich sollte eine Göttin nicht warten lassen. Lebt wohl. Nein, das würde man wirklich nicht. Gut, dann haben wir wenigstens direkt jetzt einen Ort, an dem wir gehen können. Ich glaube, dann haben wir es sogar fast schon. Ich gehe noch einmal kurz noch da hinten in die eine Ecke rein. Und hier sind Gott sei Dank wieder Basilisken. Ja. Super.
hier nochmal und dich auch einmal. Und dann können wir einmal hier hinten zur Herrin des Sees zurück. Wenn wir uns hier nochmal um die Königsvivan. Nochmal so viele Erfahrungspunkte wie möglich abstauben. Ich weiß auch gar nicht, was das Höchstlevel hier im Spiel ist. Da kommen die kleinen Vivern. Ja, okay, das Vieh war nur noch alleine da. So. Deren das ist hier, ja, da vorne steht so. Ja? Herrin, mir scheint, ich werde in Trübwasser gebraucht. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Wir müssen reden. Natürlich. Ich bin eine Göttin. Ihr seid das Schwert des Schicksals. Der Tod folgt euch schon seit Jahren. Vielleicht. Nehmt dieses Geschenk der Herren des Sees. Es hilft euch, euer Schicksal zu erfüllen. Was ist das für ein Geschenk? Kniet nieder, Geralt von Riva, Weißer Wolf. Ihr habt einen weiten und gefahrvollen Weg hinter euch. Ihr habt Mut und Güte bewiesen. Durch göttliche Macht schlage ich euch hiermit zum Ritter. Trotzt euren Feinden ohne Furcht. Beschützt die Hilflosen. Lügt niemals, auch wenn es euren Tod bedeutet. Das ist euer Eid. Und dies, damit ihr es nie vergesst. Erhebt euch als Ritter. Das Schicksal wird euch keine Ruhepause gönnen. Ein langer Weg liegt vor euch. Ich sehe Tod und Blut. Ich sehe frostiges Chaos. Nehmt dieses Schwert als Zeichen meiner Gunst. Einst war es die Klinge eines großen Kriegers. Viele Äonen lag sie in der Tiefe und harrte eurer Ankunft. Herrin. Sch, Hexe. Es ist unerheblich, ob ihr an das Schicksal glaubt. Mit der Klinge, die ich euch gebe, vollendet ihr eure Mission. Danke, Herrin. Geht, Weißer Wolf, und tut, was getan werden muss. Möget ihr euer Schicksal erfüllen. Okay. So. Das ist das, würde ich eine große Bestimmung die Pepper zeigen, wie das Schicksal aussieht. So. Erondite. Silberschwert für den Kampf gegen Ungeheuer. Unwirksam gegen Menschen. Ja, wir haben ein neues Schwert bekommen. Und jetzt, während es hat sich gelohnt, sie aufzusuchen. Wir haben jetzt also nur noch diese Dingerchen hier. Ein paar kleine Quests. Und dann sind wir auch bald, also gleich eigentlich schon, in Kapitel 5.
dann hoffe ich einfach mal, dass alles läuft. Ich glaube, es gab schon wieder Probleme mit dem Fred. Glaube ich. Wenn ich das gerade richtig gesehen hatte. Weil jetzt bin ich jetzt wieder mit dem Chat verbunden. Oder weil es halt längere Zeit durchläuft. Aber ich glaube, es ist eigentlich immer, wenn ich die Verbindung zum Chat verliere. Oh nee, was kommt denn jetzt? Hallo, Berengar. Berengar? Ich habe dem obersten Salamander gesagt, wo er Kaer Morhen findet und half ihnen bei ihren Forschungen. Ich jagte die Bestie im Umland von Vizima, als sie mich ergriffen. Ich entkam, begegnete Kalkstein und nahm sein Angebot an, den Turm im Sumpf zu öffnen. Dabei haben sie mich dann wieder geschnappt. Und diesmal waren sie nicht so nett. Mich für sie auf die Suche nach Alvin zu machen, war die einzige Möglichkeit, meine Haut zu retten. Warum erzählt ihr mir das alles? Ich wollte es euch persönlich sagen und den berühmten eisigen Blick sehen. Ich habe nicht vor, euch zu verurteilen. Soll das heißen, ihr versteht mich? Ihr verteufelt mich nicht? Ich kann eure Entscheidung nicht gutheißen, aber ich denke, ich kann sie nachvollziehen. Soll heißen... Tut, was ihr für richtig haltet. Ich bin nicht eure Amme. Nehmt das. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. Und ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Berengars Brief. Okay. Ja gut, Dagon-Saft haben wir gelernt. Okay. Das ist jetzt neu. Ich muss einen Auftrag erledigen. Kommt mit mir, Knirwa. Gut. Dann hätten wir auch das erledigt. Ja, dann sind wir tatsächlich gar nicht mehr so weit vom Kapitel 5 entfernt. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Je nachdem, wie ich mich in Kapitel 5 schlage, könnten wir es heute durchkriegen. Könnten. Sag nicht, dass wir es tun. Wir könnten. Geralt von Riva. Ich habe gehört, ihr wäret tot. Verzeiht, aber ich glaube nicht, dass ich schon einmal von euch gehört habe. Man nennt mich die Weiße Ryla. Was führt euch hierher, Hexer? Ungeheuer töten. Das Übliche. Habt ihr eine Einheit Elfen in der Gegend gesehen? Nein, keine Einheiten. Passt auf, was ihr sagt. Ihr seid nicht unantastbar. Wenn ich erfahre, dass ihr mit den Skoyatel zusammenarbeitet... Droht ihr mir? Nein, ich helfe euch nur, einen schweren Fehler zu vermeiden, dessen Folgen möglicherweise zu viel für euch wären. Ihr solltet ebenfalls Vorsicht walten lassen. Ich bin kein ausgezehrter Elf. Ich kann mich verteidigen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ihr müsst wissen, dass Vizima brennt. Anderlinge haben es in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Die armen, hungernden Elfen ermorden Dutzende von Menschen. Meine Befehle lauten, die Einheit aufzuhalten, die von Toruvil Aeb Shihil angeführt wird. Und ich lasse nicht zu, dass ihr mir in die Quere kommt. Sie verstecken sich im Dorf und haben Geiseln genommen. Wir greifen in Kürze an. Die Verluste werden vermutlich hoch. Seltsame Worte. Bedenkt man, dass dieser Mörder Yevin euer neuer Freund ist. Ich weiß, dass ihr bei diesem Bankraub die Finger im Spiel hattet. Und zufällig sind die Skoyatel seit diesem Moment deutlich besser bewaffnet. Egal aus welchem Grund, diese Bauern gaben der Einheit Unterkunft und Essen. Sie sind des Verrates schuldig. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diese Bauern abschlachtet. Ha. Wollt ihr es mit uns aufnehmen? Nun gut. Sprecht mit dem Elfenweib. Wenn sie die Waffen niederlegen, garantiere ich ihnen einen fairen Prozess. Ebenso wie den Bauern. Wartet mit dem Angriff, bis ich zurückkehre. Ihr habt mein Wort.
Okay. Das geht ja hier schon wieder hart zur Sache. Bin nicht ganz so sicher, ob ich das hier alles so toll finde. Aber es wird schon. Es wird schon. Okay, das sind alles nur die Ritter. Schauen wir es doch einfach mal. Hallo, Vivian. Das geht jetzt aber schnell. Nicht schlecht, Herr Specht. Lauf, Geralt, lauf. Lauf, kleiner Geralt. So, dann auf zum Dorf. Geralt! Rittersporn. Toruwils Elfen haben im Dorf Geiseln genommen. Was sollen wir tun? Ich habe mit Raila gesprochen. Sie führt die Ritter des Ordens an. Geralt, Alwin ist eine dieser Geiseln. Ich weiß. Ich versuche, mit ihnen zu verhandeln. In Ordnung. Ich postiere mich hinter dem Haus des Dorfpropstes. Wenn ihr bereit seid, sagt ihr mir, was ich tun muss. Ich muss mit der weißen Raila und Toruwil sprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht leicht wird. Das schafft ihr schon. Bis später. Okay. Mit Toruwil sprechen, bevor wir uns entscheiden. Ich glaube, ich weiß sowieso schon, wofür ich mich entscheide. Von daher passt das, glaube ich. Geralt von Riva. Toruwil sprach von euch. Was wollt ihr? Ich führe die Verstärkung an, die Yevin schickt, um Toruwil zu helfen. Wie ihr seht, dient Vivaldis Gold endlich einer gerechten Sache. Mit gestohlenem Gold gekaufte Waffen. Bewundernswert. Wenn ihr aus Visima kommt, habt ihr die weiße Raila hergeführt. Das ist unwichtig. Toruwil konnte nicht ewig fliehen. Den Hetzhunden des Ordens entkommt man nicht. Sie sollte es als Gelegenheit sehen, ihren Häschern zu trotzen, sie zu besiegen und zu Yevin zurückzukehren. Ihr lasst Toruwil keine Wahl. Ja, danke. Und jetzt braucht ihr mich, um die Ritter zu töten. Hier auf jeden Fall eine schöne gute Nacht. Toruwil ist das lebende Symbol unseres Kampfes. Und sie hat kein Recht zu fliehen. Danke, dass du da warst. Ihr habt schon so viel für uns getan. So steht denn weiter vereint mit ihr. Mit den Verfolgten gegen jene, die blind vor Hass sind. Warum sollte ich das tun? Für einen Teil von Vivaldis Gold? Nein, damit ihr einer gerechten Sache dient und ein Massaker wie das im Umland verhindert. Und um Alwin vor den blutrünstigen Lakaien des Ordens zu beschützen. Okay. Warum warten und hier verrotten? Geisel. Das ist Teufelswerk. Ja? Alles in Ordnung mit dir? Nein, ich fühle mich seltsam. Ich kann hören, was sie denken. Das ist schrecklich, Geralt. Hast du die Halskette? Ja, ich trage sie ständig. Ich will sie nicht hören. Geralt, warum machen die Elfen das? Sie kämpfen für ihre Freiheit, für ein Ideal. Die Menschen haben sie so sehr in die Enge getrieben, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sehen. Ich werde es mir merken. Geralt, es wird etwas Schlimmes geschehen. Ich kann es spüren. Ich muss mit Toruwil reden. Bleib hier. Ich weiß es gar nicht. Meine alten Knochen. Da ist sie. Geralt, was führt euch hierher? Ich bin gekommen, um ein Massaker zu verhindern. Es gibt kein Massaker, wenn sie uns ziehen lassen. Ihr hättet die Kinder aus dem Spiel lassen können. Das konnte ich leider nicht. Die weiße Raila steht dort am Ufer.
Ein paar tote Bauern beeindruckten sie nicht. Erst die Kinder stoppten ihr Vorrücken. Ich will euch helfen, aber ihr müsst die Geiseln freilassen. Ich weiß, ihr seid ein Freund. Einige Skoyatel aus Vizima haben sich uns vor kurzem angeschlossen. Sie haben von euch erzählt und wie ihr Yevin in der Bank geholfen habt. Die Afkaren liefern wieder Waffen und Vorräte, weil sie daran glauben, dass Yevin sie bezahlt. Das freut mich, aber... Helft uns, im Schutz der Nacht zu fliehen. Wir wollen nicht kämpfen. Mit etwas Glück kommt niemand zu Schaden. Einverstanden. Und sagt Rittersporn, er könnte erschossen werden, wenn er sich weiter hinter dem Haus versteckt. Okay. Verdammt, ich habe Hunger. Rittersporn, wo bist du? Wollte sich ja hinter dem Haus aus Dorfprobstes verstecken. Der ist nur leider ganz woanders. Okay. Dann gehen wir halt dahin. Meine alten Knochen. Ungeheuertöter finden hier immer Arbeit. Das ist aber nicht das Haus des Dorfpropstes. Geralt?